Es ist eine große Freude, bei euch hier in Augsburg zu sein. Viele bekannte Gesichter und Eltern von Eddie und Easy miteinander verbunden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Abend. Und so, hier wird etwas vorbereitet. Ich möchte, bevor ich einfach einige Gedanken weitergebe über die Decke des Schweigens, einfach einige Dinge noch vorstellen und dann wollen wir einen Kurzfilm sehen, um uns so ein bisschen einzustimmen und einzuführen. So, Märsche des Lebens finden in ganz Deutschland statt. So seit 2007 haben wir gestartet und dann hat sich das sehr, sehr stark ausgebreitet, ist so eine Bewegung geworden über deutsche Grenzen hinaus, nach die Ukraine, nach Polen, dann auch nach Amerika. Jahr für Jahr finden ungefähr in 40, 50 Städten finden Märsche des Lebens statt. Dort heißt die March of Remembrance. Und dann wisst ihr, dass 2014, 2015 ein wichtiges Datum ist. Das heißt, da jähren sich die Todesmärsche, da jähren sich Gedenkveranstaltungen. Das ist ein ganz wichtiges Datum. Und so finden überall in Deutschland inzwischen Märsche des Lebens statt. In Hamburg ist geplant, hier bei euch in Krimitschau, in Dresden und an 15, 16, 17 weiteren Orten. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was Gott gerade hier in Deutschland tut. Darüber werde ich gleich einiges sagen, weil es ist nicht nur einfach eine Gedenkveranstaltung, sondern es geht eigentlich um unsere Veränderung. Das heißt, dass wir als Gemeinden, als Kirchen zusammenkommen, die Veränderung unserer Städte. Es geht darum, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, auf dem gemeinsamen Marsch des Lebens. Und darüber werde ich gleich ein bisschen was sagen. Und vorher möchte ich noch ein paar Dinge vorstellen, nämlich hier sind Informationen über Decke des Schweigens, über das Buch, das ich geschrieben habe. Das Schöne daran ist, dass es über die konfessionellen Grenzen hinaus gebraucht wird. So, Gott gebraucht das in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben es inzwischen auf Englisch übersetzt und inzwischen wird es auch in Amerika verbreitet. Es ist dort vorne erhältlich. Was Zweites, was ich euch empfehlen möchte, ist die Dokumentation der Gedenkveranstaltung 70 Jahre Sportpalastrede. Diese Veranstaltung haben wir am 18. Februar in Berlin gehabt und diese Veranstaltung war sehr, sehr wichtig. So, sie wurde von Politikern begleitet mit Grußworten, Botschafter haben dort gesprochen und wir haben es durchgeführt, unter anderem auch mit Josua-Diensten und vielen anderen. Und hier sind alle Beiträge enthalten, Beiträge, die auch über das Datum hinausgehen. So ist es da vorne erhältlich. Und parallel dazu haben wir ein Seminar durchgeführt, ein Seminar zusammen mit Christoph Hesselbart, die Decke des Schweigens zerbrechen. Und da gibt es manche Gedanken, die ich auch heute weitergeben werde, gibt es in diesem Seminar. Das ist erhältlich. Und genauso auch ein Clip und Impression dieser Gedenkveranstaltung. Und auch das kann man mitnehmen. Es gibt es dort drüben an unserem Büchertisch. Und last but not least gibt es hier ein Feedback-Paper. Denn wir erleben oft, dass bei diesen Veranstaltungen der Herr Dinge tut, der ganz praktisch Dinge aufbrechen. Und da interessiert es uns, was passiert. Wir bekommen immer wieder Feedbacks, gerade auch von unseren Seminaren. Dinge brechen auf, Dinge, wo man nie drüber gesprochen hat. Auf einmal merke ich, ich muss die Wahrheit aussprechen. Und gleichzeitig fängt der Herr an, auch dort zu verändern, zu heilen, wiederherzustellen, da wo wir das tun. Das wissen wir ja, wo wir die Wahrheit aussprechen, wo das Licht Gottes scheint, muss Finsternis fliehen. Das gilt ja auch für uns ganz persönlich. Und so, da ist dieses Feedback-Paper, bitte mitnehmen und uns interessiert all das, was passiert, damit es anderen wieder dient, damit wir diese Geschichten weitererzählen können, denn nur so kann es sich multiplizieren. So, ich möchte euch zuallererst diesen kurzen Videoclip zeigen über Decke des Schweigens. In Lettland, in Litauen, in der Ukraine, in vielen anderen Ländern. Aber das ist so ein bisschen repräsentativ hier. Und danach möchte ich dann natürlich über die Decke des Schweigens Gedanken weitergeben. Aber jetzt erstmal hier dieses kurze Video. Thank you.
Nacht des Lebens 2010 in der Ukraine. Eine Decke des Schweigens zerbricht. Hass, Ängste und Traumata verschwinden. In mehr als 17 Städten mit über 4000 Teilnehmern bitten die Nachkommen der Nazitäter aus Deutschland die Nachfahren der Holocaust-Opfer in der Ukraine um Vergebung. Ihre Väter und Großväter waren an diesem Massenmord direkt oder indirekt beteiligt. Rachim heißt auf Hebräisch Gnade. Die Hauptgedenkveranstaltung fand in Babi Yar in Kiew statt. Aber unsere Geschichte mit den 200 Deutschen, die hier sind, ist die, dass sie versuchen, Worte zu finden, die ihre Väter und Großväter nicht finden konnten. Besonders diejenigen, die diesen Holocaust hier überlebt haben. Nie zu schwören, dass diese Worte, nur die, die überlebten Holocaust, holt sie bei mir zum Herzen um Vergebung. Ich möchte von ganzem Herzen bitten, um Verzeihung. Vierzehn Fernsehsender berichten über die Hauptgedenkveranstaltung in Babi Yar zur Hauptsendezeit. Sender wie BBC, Eurosat und Sky News, die New York Times und das israelische Fernsehen tragen die Botschaft von Heilung und Wiederherstellung in die ganze Welt. Nach der Veranstaltung verteilen sich die Teilnehmer auf verschiedene Teams und laufen die Form eines Davidsterns um Kiew herum. Die Ukraine und das Massaker von Babi Yar sind nur ein Beispiel der unzähligen Gräueltaten in Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs. Anfang 2011 werden die Organisatoren des Marsch des Lebens gebeten, in Lettland und Litauen einen Marsch durchzuführen. Zwei baltische Staaten mit der stärksten Ausprägung von Antisemitismus in ganz Europa. Im Baltikum begann 1941, noch vor Auschwitz, die systematische Vernichtung der Juden durch deutsche Einsatztruppen der SS und SD und vieler Einheimischer. In den ersten Monaten wurden bereits 85%, über 180.000 baltische Juden getötet. Prozentual so viele wie in keinem anderen Land. Der Marsch des Lebens in Lettland. Am Nationalen Holocaust-Gedenktag in Riga, der Hauptstadt Lettlands, kooperiert der Marsch des Lebens mit dem Gedenkmarsch Schritte der Lebenden, durchgeführt von Holocaust-Überlebenden aus Riga. 30 Deutsche, darunter 15 Nachkommen von Wehrmachts- und SS-Soldaten, die an den Verbrechen in Lettland beteiligt gewesen waren, sind angereist und laufen gemeinsam mit Holocaust-Überlebenden durch das Territorium des ehemaligen jüdischen Ghettos. Mein Großvater war genau vor 70 Jahren als Wehrmachtssoldat hier. Er hat aber nie darüber geredet, was wir als Deutsche den Menschen angetan haben. Es tut mir leid, was mein Großvater persönlich und auch wir als Deutsche hier getan haben. Das Vergangene kann man nicht mehr verändern, aber wir müssen uns daran erinnern und um Vergebung bitten. Vertreter der lokalen jüdischen Gemeinde, lettische Regierungsvertreter, Botschafter vieler Staaten sowie Holocaust-Überlebende gedenken der Opfer. Der Himmel weint über Daugavpils. Innerhalb von 3 Jahren wird beinahe die gesamte jüdische Bevölkerung von den Deutschen umgebracht. An diesem Massengrab wird der 9000 Juden, die hier umgekommen sind, gedacht. So sind wir hier hingekommen mit den Enkeln der Wehrmachtssoldaten, die hier an dem Massaker beteiligt waren. Ihr Großvater war hier am Massaker beteiligt. Ich bitte Sie um Vergebung anstelle meines Großvaters. Marsch des Lebens in Litauen. 30 Nachfahren der Tätergeneration setzen gemeinsam mit Freunden aus den USA,
Weißrussland und Lateinamerika ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und für Israel. Der Holocaust-Gedenktag in Litauen findet am Mahnmal von Ford Nummer 9 statt, ein Ort, wo über 30.000 Juden ermordet wurden. Der Marsch des Lebens ist von der litauischen Regierung offiziell zum Programmpunkt an diesem Gedenktag erklärt worden. Auf der Abschlussveranstaltung bitten offizielle Vertreter christlicher Konfessionen und Denominationen um Vergebung. Wir als Christen bitten von ganzem Herzen Gott und die jüdische Bevölkerung um Vergebung. Viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde sind gekommen. Eine Holocaust-Überlebende berichtet: Wir waren im Ghetto eingesperrt. Viele von uns waren bereits umgekommen. Ein litauischer Nachfahre eines Massenmörders bricht das Schweigen. Bitte die jüdische Bevölkerung um Vergebung, was der Bruder meines Großvaters hier in Litauen getan hat. Wir wissen, dass keine Bitte um Vergebung das Geschehene ungültig und auslöschen kann. Мы знаем, что никакая просьба. Aber die Bitte um Vergebung kann Herzen heilen. Но просьба о прощении. Auf dem Rathausplatz von Vilnius formen die Teilnehmer einen großen, menschlichen Davidstern als sichtbares Zeichen für ihre Verbundenheit mit dem jüdischen Volk. Michael und Fausta Maas, die Mitorganisatoren in Litauen, fassen zusammen: Wir hatten wirklich befürchtet, dass Litauen dafür nicht bereit sei. Litauen wurde durch den Marsch verändert. Der Marsch des Lebens. Die Decke des Schweigens wird zerbrochen. Ein Bekenntnis gegen den modernen Antisemitismus. Ein Statement für Israel. Städte und Nationen werden geheilt. Sehr dankbar allen, die gekommen sind und uns so eine große Ehre gezeigt. Unüberhörbarer Ruf für Heilung und Wiederherstellung. So, jetzt müsste kurz umgebrochen werden, wenn ich das hier gebrauchen kann. Ja, ihr bekommt einen Eindruck über den Marsch des Lebens. Und ihr merkt, das eine ist das Erinnern, aber das andere ist, dass etwas mit uns ganz persönlich zu tun hat, mit unserer eigenen Geschichte. Und so, als ich hier den Abend vorbereitet habe, da musste ich an die vorletzte Woche denken. An dieser vorletzten Woche wurden wir eingeladen nach Österreich. Und ich möchte euch gleich kurz davon erzählen. Ich werde euch kurz einen Überblick geben über diesen Abend, worüber ich sprechen möchte. Zuerst möchte ich über das Thema sprechen: Gibt es in Augsburg eine Decke des Schweigens? Manche haben schon so genickt und haben gesagt, ja, gibt es. Aber lasst mich einfach mal so als Fremden so da reinkommen. Ihr arbeitet schon so lange und betet für eure Stadt. Manchmal ist es ganz gut, so einen Außenblick zu haben. Gibt es in Augsburg eine Decke des Schweigens? Zweiter Punkt, worüber ich sprechen möchte, über die Decke des Schweigens, über Städte und Nationen. Wie sieht das aus? Und wie wirkt sich so eine Decke des Schweigens aus?
Über den dritten Punkt dann wird das Thema sein, was passiert bei dem Marsch des Lebens überhaupt? Warum ist er wichtig und wie kann eine Decke des Schweigens dadurch zerbrechen? Warum ist es so wichtig, so etwas in unserer Stadt zu haben? Und warum ist es auch wichtig, dass nicht nur sich einige Interessierte dabei sind, sondern dass möglichst viele aus unseren Gemeinden eben da teilnehmen? So, der vierte Punkt ist das Schweigen in den Familien, weil auch das hat was mit der Decke des Schweigens zu tun. Denn das eine sind so die Dinge, die eben in einer Stadt passiert ist, aber das eigentliche Schweigen findet in unseren Familien statt. Darüber werde ich dann sprechen. Es sind Familienwahrheiten, die in unseren Familien entstanden sind und wie oft wie eine Last auf uns liegt. Und das fünfte Thema wird dann sein, die Decke des Schweigens im Licht der Bibel, wie das aussieht. Und wenn wir dann da angekommen sind, glaube ich, haben wir einen Überblick. So, du siehst hier KZ Außenlager Gusen. Vielleicht hast du davon noch nie etwas gehört. Und doch hat dieser Ort direkt etwas mit Augsburg zu tun. So, wir wurden vor 2 Wochen nach Österreich eingeladen. Dort überlegt man auch und plant ganz konkret, einen Marsch des Lebens durchzuführen. Und dieser Marsch des Lebens, der soll stattfinden von Mauthausen, dem Konzentrationslager, Konzentrationsgedenkstätte Mauthausen nach Gusen, Gusen 2. Das war eine sogenannte Konzentrationsaußenstelle, KZ-Außenstelle. Und ich hatte bis dahin noch nie etwas davon gehört. Und ich möchte hier zuallererst 2 Bilder zeigen. Zuerst dieses Bild, weil es für mich so etwas zeigt von dem, wie wir heute leben. Es ist ein bisschen verschwommen, aber vielleicht kannst du es erkennen. Ich habe das im Internet rausgeholt. Das ist einfach eine sehr hübsche Villa, eine ausgebaute Villa. So dieses Bild habe ich ähnlicher Form gemacht. Wunderbar hier vorne, dieser Store ist einfach mit Glas ausgebaut. Und sieht sehr wohlständig, sieht sehr schön aus, da lebt man heute drin. Das ist Teil dieser, des Dörfchens Gusen. Und ein zweites Bild, das ist das gleiche Haus. Dieses Haus war das Hauptquartier des Konzentrationslagers Gusen. Unten drunter wurden Menschen gefoltert. Ich weiß nicht, ist es scharf einigermaßen? Nicht so sehr. Unten runter wurden Menschen gefoltert. Das war der Haupteingang in dieses Lager und das Außenlager Gusen. Da sind Menschen, 40.000 Menschen, qualvoll getötet und umgekommen. Für mich steht das dafür, wie wir heute mit der Geschichte umgehen, nämlich, dass Dinge nicht aufgearbeitet werden, sondern dass sie noch tief verborgen sind. Und was hat das mit Augsburg zu tun? Und dazu möchte ich euch das nächste Bild zeigen. Dieses Bild sieht sehr harmlos aus. Es ist der Eingang zu einem Stollen. Ein Stollensystem, das 10 Kilometer gegraben wurde. Und zwar teilweise mit den Händen. Die Lebenszeit der jüdischen KZ-Insassen war 2 Wochen. Der anderen, die dort arbeiten mussten und die diese Stollensysteme ausgraben mussten, betrug 4 bis 6 Wochen. Sie fuhren von dem KZ-Lager, das es übrigens nicht mehr gibt, das völlig eingerissen wurde, dann in Vergessenheit geriet und dann war da nur noch ein rostender Krematorium, wurde dann hinterher von ehemaligen Lagerinsassen dann hinterher aufgebaut. So, dieses Stollensystem, das wurde aufgehoben, um die Flugzeuge der Firma Messerschmitt aufzubauen. Und zwar Augsburg wurde bombardiert und Messerschmitt hat dann eben, die ja verantwortlich waren für die Flugzeugbau, hat dann eben die ganze Produktion unter Tage gelegt und hat dann eben auch sehr bewusst in Kauf genommen, dass dadurch eben Häftlinge nicht nur umkommen, sondern getötet werden. Und im Ganzen ist die Verantwortung, so wenn ich das hier nachlese, kann man einfach in Wikipedia nachlesen, so im Konzentrationslager von Gusen sind 44.000 Opfer zuzurechnen, die meisten durch diese Vernichtung, durch Arbeit.
Dort wurden rasch alle Häftlinge, die krank oder schwach waren, ermordet bzw. zu Tode gebracht, weil sie dort im Messerschmitt ME-262, Düsenjäger, arbeiten mussten. Und das war eine bewusste Entscheidung, die ausging. Trotz seiner Einbindung, kann man nachlesen, von der Firmenleitung forderte Messerschmitt selbst zur Aufrechterhaltung der Produktion den Einsatz von Zwangsarbeitern und begrüßte ausdrücklich die teilweise Verlagerung der Produktion in die Konzentrationslager Flossenbürg, Büsen sowie Dachau. Bei der rücksichtslosen Ausbeutung, Zitat weiter, durch die SS kamen Zehntausende durch Erschöpfung, Unterernährung und schlechte Behandlung ums Leben, beziehungsweise wurden sie in den Konzentrationslagern ermordet. So, ich erzähle das deswegen, weil ich aus einer Stadt komme, die genauso verantwortlich ist für den Tod von Hunderttausenden von Juden und von Menschen. Und da wurde nicht drüber gesprochen, aber doch gibt es so eine Verantwortung, die sich wie eine Wolke über eine Stadt lagern kann. Und es gibt eben beides, das weiß ich. Ich habe nur sehr kurz recherchieren können. Sicherlich wisst ihr viel, viel mehr. Es gibt viele, viele Menschen, die wirklich sich dem Nationalsozialismus entgegengestellt haben. Und meistens versteckt man sich dann eher darunter, um dann über die andere Seite der Geschichte nicht zu sprechen. Ich möchte euch einfach noch so ein paar Zitate einfach weitergeben. Und wie gesagt, ich habe nicht viel recherchiert. Ich habe eigentlich nur so 2-3 Stunden einfach mal so ein bisschen gegoogelt. Ja? Wikipedia, auch verschiedene andere Artikel über die Stadt und die Übernahme der Stadt durch Nazis 1933. Und dann geschah es ähnlich, wie ich es auch aus Tübingen kenne und in vielen anderen Städten eben. Dies alles geschah ohne jegliche Gegenwehr aus der Bevölkerung. Das nationalsozialistische Gedankengut, Zitat, wurde in weiten Kreisen der Augsburger Bürgerinnen und Bürger getragen oder zumindest hingenommen. Dann eben die Rolle der Messerschmittwerke, die immer wieder hier ausgeführt werden. Und das, was man eben dann auch lesen kann. Es gehört zu der Geschichte Augsburg zur Zeit des Nationalsozialismus, dass es eben in mehreren Teilen eben Konzentrationslager, Außenstellen direkt hier in Augsburg gegeben hat. Ja, im Stadtteil Kriegshaber, im Bereich des heutigen Gewerbehofs Ulmerstraße, ein Frauenlager für 500 ungarische Jüdinnen, darum geht es glaube ich auch, bei diesem Marsch des Lebens. Im Ortsteil Hauenstetten wurde in der Inninger Straße im Bereich einer ehemaligen Kiesgrube ein Männerlager für 2700 KZ-Häftlinge gebaut. Das wurde dann bei Bombenangriffen zerstört und wieder neu aufgerichtet. Und zwar in der Luftnachrichtenkaserne von Fersee wurde das eingerichtet. Dann lese ich hier von Gablingen, gab es ein Lager für 1000 Häftlinge, ebenso auch in Horgau. 235 dieser Häftlinge wurden von SS-Männern ermordet. Und dann lese ich hier von 2000 Gefangenen, die im Frühjahr 1945 bei einem Todesmarsch aus der Kaserne Pfersee nach Klimnach getrieben worden, wobei viele von ihnen starben. So, da gibt es also eine Geschichte und ein Teil der Geschichte ist die Geschichte der Täter. Und die andere Geschichte ist die Geschichte des Schweigens, der Mittäter oder aber die Geschichte eben des Zuschauens. Beides hat Auswirkungen auf unsere Stadt, auf unsere Familien und beides sind eben Dinge, wo man oft auch nicht so drüber spricht. Vielleicht das mal so weit zur Einführung, damit wir verstehen, dass es unterschiedliche Ebenen des Schweigens gibt. Schweigen ist nichts Gutes. Auch vom biblischen her, nicht? Das werden wir uns anschauen. Es gibt die Ruhe vor Gott. Ja? Es gibt die Ruhe, die höchste Form der Anbetung ist. Das ist etwas anderes. Aber dieses Schweigen, worüber ich spreche, ist etwas, das die Tür öffnet für Finsternis. Ich sage es mal so von vorn heraus. Dieses persönliche Schweigen, das ist die erste Ebene, Psalm 32, 3. Nun, das wissen wir, wir kennen diesen Psalm auswendig. Als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Ja?
So, es ist das persönliche Schweigen über Schuld und Sünde, das persönliche Schweigen gegenüber Gott. Wir wissen das, wenn in unserer Beziehung zu Gott Schweigen eingekehrt ist, so dann ist da etwas nicht gesund. Wenn in unserer Ehe Schweigen eingekehrt ist, ist in der Ehe etwas nicht gesund. Wenn in der Familie zwischen Eltern und Kindern, Kindereltern Schweigen eingekehrt ist, ist es auch nicht gesund. So, also die Ebene des persönlichen Schweigens. Das zweite ist die Ebene des Familienschweigens. Damit werden wir uns noch näher beschäftigen. Aber vielleicht mal so weit, wir wissen, es gibt in jeder Familie so Tabubereiche, darüber spricht man lieber nicht. Bereiche sind so wie Fettnäpfchen, gerade auch da, wo es um die Vergangenheit geht. So Psychologen sprechen von der Familienwahrheit, die eine ganz eigene ist. Damit werden wir uns beschäftigen, weil es hat etwas mit unserer deutschen Geschichte zu tun, wo eben über die Vergangenheit, gerade über die Tätergeschichte oder aber über die Geschichte des Schweigens, des Zuschauens, eben nicht gesprochen wurde. Dann gibt es die dritte Ebene, das Schweigen in Städten und Nationen. Eigentümlicherweise, ich weiß nicht, wie das bei euch in Augsburg ist, ist es so, dass in ganz, ganz vielen Städten trotz vieler Aufarbeitung es Tabuzonen gibt. Das heißt, bestimmte Dinge, da spricht man einfach nicht drüber, die packt man nicht an. Und wenn es Aufarbeitung gegeben hat, ist die vielleicht erst so seit 20 Jahren, seit ungefähr 20 Jahren, richtig konkret geworden. So war es auf jeden Fall bei uns in Tübingen. Eine Aufarbeitung, wo man Ross und Reiter genannt hat, wo es darum ging, Ehrenbürger, die nationalsozialistischen Hintergründe haben, zu benennen und auch abzuerkennen. Das ist das, was Tübingen gerade passiert, das sind so die neuesten Entwicklungen. Wir hatten bis vor ein, zwei Jahren, hatten wir noch Straßennamen mit ehemaligen, mit Nationalsozialisten, die nationalsozialistischen Hintergrund haben. Das ist inzwischen verändert worden. Ehrenbürger, das ist eine ganz neue Diskussion. Was machen wir damit? Oder aber, wir hatten einen Bürgermeister, 20 Jahre, der in den 60er und 70er Jahren, 25 Jahre lang Bürgermeister war, sehr bekannt, Hans Gmelin hieß er, so der Vater von der ehemaligen Bundesministerin Hertha Däubler-Gmelin, und der ganz klaren nationalsozialistischen Hintergrund hatte. Und jetzt fängt man an, diese Dinge auszusprechen und beim Namen zu nennen. Und da sind wir noch nicht so gut drin. Wir sind gut drin, uns Sendungen von Guido Knopp anzuschauen oder andere Dinge. Aber diese Sachen wirklich so zu benennen, wie sie waren, da sind wir weit hinterher. Also das Schweigen in Städten und Nationen, dazu dient übrigens auch der Marsch des Lebens, um eben durch die Erinnerung und durch die Bitte Vergebung dieses Schweigen zu durchbrechen. Und naja, das ist ein Thema, das kennen wir alle, das Schweigen zu Israel. Ja, ob das jetzt in Form von Gleichgültigkeit ist oder aber durch Anti-Haltungen oder durch modernen Antisemitismus oder aber, wir kennen das dann auch so, dass eben das Thema Israel, naja, so, das ist so ein Flicken auf der geistlichen Landschaft, dass man dann auch noch so abhaken möchte, aber ist nicht in dem Zentrum, so wie Gott es sieht. Ja? So in den Augen Gottes hat unsere Beziehung zu Israel einen zentralen Platz. So, dieser vierten Ebene werde ich mich nicht zu sehr beschäftigen, weil ich glaube, da seid ihr ziemlich sattelfest drin. Das ist sicherlich ein eigenes Thema, aber mit den anderen Themen, die wollen wir uns anschauen. Und deswegen wollen wir uns zuallererst mit diesem Thema beschäftigen, über die Decke des Schweigens, über Städte und Nationen. So, und ich habe gedacht, das ist schon interessant, ich habe schon sehr oft über dieses Thema gesprochen, aber ich habe nie vom Herrn die Freiheit, fertige Konzepte zu gebrauchen, sondern es ist immer wie etwas Neues, was vorbereitet wird, weil jede Stadt ist anders, jede Stadt lebt anders, aber es gibt etwas, das wir in Deutschland erleben, und das ist dieses Wort aus Jesaja 60, 1 und 2, dieses Wort, das Finsternis die Nation bedeckt. Ja, mach dich auf, werde Licht, denn Finsternis bedeckt die Nation. Ja,
Und dann geht das Wort weiter, aber die Herrlichkeit Gottes strahlt auf über dir. Und so dieses Wort begleitet uns seit vielen Jahren. Eigentlich, John Molinde, sagt euch das noch was? Ja? Uns hat das damals sehr gedient, als John Molinde über das Gebet gelehrt hat. Und er hat dann ja die ganze Gebetswächterbewegung eben ganz stark mit auch gefördert. Aber dieses Wort über die Decke, Decke der Finsternis über Nation. Und das wollen wir uns zuallererst mal anschauen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir wollen mal einen Blick in die übernatürliche Welt werfen. Ganz kurz, denn da sehen wir in zwei Bereiche. Wir sehen die natürliche Welt und wir sehen die übernatürliche Welt. Und so, die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Das heißt, es gibt eine übernatürliche Welt und es gibt eine natürliche Welt. Und hinter der sichtbaren Wirklichkeit, das, was wir so sind, ja, unsere Realität, da gibt es eben auch eine übernatürliche Realität. So, und in dieser übernatürlichen Realität, da werden wir eben nicht nur von dem dominiert und beherrscht, was wir so in dem realen Leben sehen, sondern da hat es ganz konkrete Auswirkungen, was da ist. Epheser 6, Vers 12 steht, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, ja, sondern mit Fürstentümer, Mächte und Gewalt, wie das auch immer aussieht. Und dann sehen wir weiter, wenn das Wort Gottes über Dunkelheit und Finsternis spricht, dann meint es nicht die Sonnenfinsternis, sondern es spricht von einem anderen Wort, das ist das griechische Wort Skotos. Das griechische Wort Skotos meint eine geistliche Blindheit. Das können wir sehen, Matthäus 6, Vers 23. Skotos, das ist ein Machtbereich der Finsternis. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart einst in der Finsternis, nun aber seid ihr im Licht des Herrn. So Finsternis, Skotos, geistliche Blindheit. Irgendwie sagt und spricht die Bibel darüber, das ist so ein Zustand, sie sehen und sehen doch nicht. Ja, haben wir das schon mal erlebt? Sie hören und hören doch nicht. Sie hören das Evangelium, aber so eine Finsternis, zum Beispiel Matthäus 27, Vers 46, wie wir das bei der Kreuzigung sehen, gehört beides zusammen. Es war eben nicht nur, dass es eine reale Finsternis war, sondern es war die äußerste Form der Verlassenheit von Gott. Das ist Gottes. Die äußerste Form der Verlassenheit. Alles konzentriert sich auf einen Punkt. Und das ist die Summe aller, ich nenne es mal so, Behinderung der Finsternis. Und sie beziehen ihre Anrechte aus dem Verhalten von Menschen. Das ist interessant. Was heißt denn das eigentlich? So, wir sehen in der Bibel, dass wir als Menschen, so wie wir beten oder so wie wir uns verhalten, zu Licht werden können oder auch nicht. Mach dich auf und werde Licht. Ja? Das heißt, so das, was wir tun als Christen und als Gemeinde Jesu, hat Auswirkungen auf die übernatürliche Welt. Natürlich. Zum Beispiel unser Gebet, wissen wir. Ja? So, sie beteten 24 Stunden und wir wissen, wie diese Dinge dadurch einfach sich die Atmosphäre verändern kann. Ich denke, das kennt ihr genauso wie wir auch. Eine dieser Erfahrungen, die ich gemacht habe, war vor vielen Jahren in Argentinien. So, Argentinien ist euch bekannt. Damals war das so die Urentdeckungsbewegung. Man hat viele gute Impulse herausbekommen. Wir hatten viele gute Kontakte, wurden eingeladen. Ich führte ein Gebetsseminar durch. Und bei diesem Gebetsseminar hatte ich einen inneren Eindruck, eine Gebetsbewegung anzufangen, zu starten. Und das war sehr, sehr herausfordernd. Ich sprach das aus und Gott bewirkte das. Und innerhalb von 6 Monaten entstand eine Gebetsbewegung von 50.000 Betern. Das war die erste Gebetsbewegung in Argentinien. Und wir fertigten ihnen ein Gebetsprogramm an, anhand des Vaters Unsers, wie sie ihre Vergangenheit aufarbeiten konnten. Und so fingen sie an,
überall zu beten für ihre Nation, anhand des Vaterunsers sich stellvertretend für die Schuld, für die Sünde zu beugen, um Vergebung zu bitten. Und es passiert etwas Interessantes. Nachweislich konnte man sehen, wie das Land anfing, sich zu verändern. Auf einmal kam politische Stabilität, wirtschaftliche Sicherheit, Dinge wurden aufarbeitet. Auf einmal sah man diese Dinge in den Zeitungen. Und es war faszinierend. Ich habe darüber auch in meinem Buch geschrieben. Und nach 6 Monaten gingen wir nach Argentinien, gaben diese Gebetskette zurück in argentinische Hände. Und leider hörte man dann auf zu beten. Man vereinnahmte das für Gemeinde, eigene Dinge. Und die Situation veränderte sich wieder. Instabilität, Unsicherheit. All das, was vorher war, kam wieder zurück. Also ich denke, dass was wir gemeinsam wissen und eine Grundlage ist, das heißt, wir haben gemeinsam als Beter, als Gemeinde, durch das, was wir tun, ein Mandat, zu Licht zu werden. Wir dürfen Finsternis verändern, wir können Finsternis verändern. Mach dich auf, werde Licht. Es gibt übrigens so einen Ausspruch von Christoph Blumhardt, kennt ihr ihn? Ja. Das ist, wo Gottes Licht hinscheint, muss die Finsternis fliehen. Und er schrieb oder rief den Namen Jesus. Licht vertreibt die Finsternis, aber wir sind nicht automatisch Licht, sondern durch das, was wir tun. So, was heißt denn das ganz konkret? 2. Chronik 7, Vers 14. Wen begleitet dieses Wort schon seit 20, 30 Jahren? Ja? 2. Chronik 7, Vers 14. Ja, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, sich demütigt, hier sehen wir es, indem sie beten, mein Angesicht suchen, von ihrem bösen Wesen wegen umkehren, und dann heißt er, dann, sag doch mal zu deinen Nachbarn, dann. Dann passiert etwas. Nämlich, was? Dann will ich vom Himmel erhören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und das möchte ich einfach. Amen. Ich möchte gerne, dass meine Stadt geheilt wird. Ich möchte gerne, dass Tübingen geheilt wird. Ja, auch. Ich möchte, dass Augsburg geheilt wird. Halleluja. Ich möchte einfach, dass Deutschland geheilt wird. Amen. Das ist auf Gottes Agenda. Und es gibt aber einen weiteren Punkt, nämlich es gibt für die Blutschuld einer Stadt und einer Nation kein Verfallsdatum. Und das Wort Gottes sagt, dass das Blut zum Himmel schreit. Und wenn wir uns dieses Wort anschauen, aus 2. Chronik 7, Vers 14, hat es etwas damit zu tun, dass erst wenn wir uns demütigen, Buße tun, um Vergebung bitten, dass dieses Blut bedeckt wird. Rainer Bonke hat vorhin dazu gesagt, ich liebe dieses Wort, nur das, was wir aufdecken, kann das Blut Jesu zudecken. Nur das, was wir aufdecken. Da, wo die Wahrheit ausgesprochen wird, kann Vergebung und kann Gnade sein. Und da liegt ein großes, großes Problem in unseren Städten, in unserer Nation, weil wir haben über Jahre schon Aufarbeitung erlebt. Wir haben viele wichtige Konferenzen gehabt. Und doch sind wir an einem Punkt stecken geblieben. Und es ist nicht eine Aufbereitung eines alten Themas, was ich euch gleich zeigen werde, sondern es ist Gottes Agenda, und ich bin überzeugt, gerade jetzt in diesen Jahren 2014 und 2015, wo der Herr überall Gemeinden ruft, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, diese beiden Jahre zu nutzen, um Aufzuarbeitung, Wahrheit beim Namen zu nennen, Familienschuld beim Namen zu nennen und anzukommen, damit die Gnade Jesu wirksam wird. Warum? Weil Gott ein neues Segenskapitel hat für uns in Deutschland. Er möchte ein neues Segenskapitel in Augsburg aufschlagen. Ein neues Segenskapitel in Tübingen, in Karlsruhe oder in München, wo auch immer. Aber dazu müssen wir bereit sein, dass etwas an uns passiert. So, ich habe die Beobachtung gemacht, ich habe das mal so formuliert. Man kann sich das auch anders vorstellen, ob Säulen der Finsternis oder Fundament. Du kannst auch so formulieren, dass einfach unser Schweigen etwas mit Finsternis zu tun hat. Schweigen tötet.
Schweigen tötet. Und umgekehrt, wenn wir eben Dinge beim Namen nennen, wenn wir Dinge aussprechen, strahlt Gottes Licht hinein und macht lebendig. Die Wahrheit des Wortes Gottes macht lebendig. Erinnert ihr euch an die Bibelstelle 2. Könige 21, 22, Manasse und Josia? So, da war die Sünde Manasses, der die Tora, das Wort Gottes völlig vergessen und hat verstauben lassen. Und wie dann auf einmal diese verlorene Tora-Rolle wiedergefunden wurde, irgendwo tief im Keller. Und wie man dann auf einmal sah, dass all das, was verloren war, indem man es aussprach und indem man das Wort Gottes nahm und dann und ausbetete, dass eine ganze Nation erneuert wurde, so Vers 22. Und man las vor allen Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das gefunden worden war. Und dann siehst du weiter, in ganz Israel wurde erneuert. Das Schweigen wurde gebrochen. Und das Wort Gottes wurde erweckt und eine ganze Nation wurde wiederhergestellt. So, ich glaube, es wird einfach nochmal Zeit, dass ich unsere Geschichte erzähle. Ich glaube, ich tue das überall, manche kennen sie, die Geschichte unserer Stadt, warum ich hier stehe überhaupt. Ich glaube, dass die Geschichte unserer Stadt ähnlich ist, wie sie in vielen anderen deutschen Städten eben auch vorkommt. So, ich selber komme aus Westfalen, ich bin in Lüdenscheid geboren und bin dann mit meiner Frau 1982 nach Tübingen gekommen. Wir wussten noch nicht, was der Herr mit uns tun würde. Wir wurden unter Handauflegung von der Baptistengemeinde ausgesandt und der Herr führte uns in den Seelsorgedienst hinein. In den ersten Jahren unseres Studiums, wir wussten parallel zum Studium, ich habe Theologie studiert und meine Frau alte Geschichte, aber wir wussten, dass ein Werk Gottes entstehen sollte. Parallel dazu entstanden die TOS-Dienste. Wir gründeten Gemeinde, aber wir hatten ein großes Problem. Wir beteten für unsere Stadt und es war so, als ob wir gegen Mauern stoßen würden. Wir erlitten Widerstände, über uns wurde geschrieben in der Zeitung. Wir haben dann alles gemacht, was wir tun konnten. Es gab ja viele Lehren auch über Gebet. Ich denke, manche von euch erinnern sich daran. Man betete auf den Höhen, man betete tagelang und wochenlang. Wir haben nichts ausgelassen. Ja? Wir sind sogar mit dem Auto durch unsere Stadt gefahren, haben da Löcher reingebohrt, haben die ganze Stadt gesalbt, ja? Indem wir Öl rausgetan haben. Und also alles, was man irgendwie gebetsmäßig tun konnte, wir haben wirklich wochenlang gebetet, wir haben gefastet, wir haben, und unsere Stadt veränderte sich nicht. Natürlich haben sich einige für Jesus entschieden und die Gemeinde wuchs auch und dann sind wieder andere weggegangen von Jesus und dann sind andere krank geworden und es war zum Verzweifeln. Wir sind in andere Länder gegangen, Gott hat uns gebraucht. Wir sind nach Russland gegangen, führten die Gebetsexpedition durch, ihr wart mit dabei und wir sahen, wie Hunderte und Tausende sich bekehrt haben. Ging nach Argentinien, nach Lateinamerika, Heilungsdienst, herrlich, kam zurück nach Tübingen, nach Deutschland, völlig frustriert. Und dann luden wir einen Erweckungsmann ein aus Argentinien, sein Name hieß Omar Cabrera, ich weiß nicht, wer den Namen noch kennt, vielleicht einige von euch. Er hatte eine der größten Gemeinden der damaligen Welt, inzwischen ist er schon lange beim Herrn, haben gedacht, wenn der kommt und wenn der predigt, dann wird dir was passieren. Er predigte, er blieb 4 Wochen in Deutschland und ist halb krank nach Argentinien zurück und sagt, ich komme nie wieder nach Deutschland. Und er sagt, na toll, ja, richtig gut. Und so waren wir richtig frustriert. Und ich erinnere mich, wie wir irgendwann mal wiederkamen und ich fing an zu fasten. Und unsere Gemeinde schloss sich an und in dieser Fastenzeit, da hatten wir eine Begegnung mit Gott. Und diese Begegnung mit dem Heiligen Geist, die hat unser Leben verändert. Weil der Heilige Geist sagte Folgendes zu uns, er sah unser Herz, er sah unsere Liebe zu Israel, er sah, dass wir eine Verbindung hatten, wir hatten viele Veranstaltungen, Konferenzen, Nürnberg gab es ja, Versöhnungskonferenzen, waren wir mit dabei, aber der Herr sagte, hört auf,
Buße zu tun über die Schuld und Sünde eurer Väter. Es gibt eine Sünde, die ist in euch. Und dann sagt er, das Schweigen eurer Väter ist in euch. Amen. Dann sagt der Herr, was meinst du damit? Was ist das für ein Schweigen? Und dann fing der Herr an zu sprechen. Und er sagte, wisst ihr, es hat viele Täter gegeben, aber der größte Teil der deutschen Familien, das waren die, die zugeschaut haben. Das waren die, die Dinge gesehen haben. Die haben Todesmärsche gesehen. Sie haben gesehen, wie Juden abtransportiert wurden. Sie haben gesehen, wie ihre Freunde nicht mehr da waren. Sie haben schreckliche Dinge gesehen, ob das in der Ukraine war, ob das in Russland war oder wo auch immer. Und sie schwiegen darüber. Und er sagte, dieses Schweigen ist in euch. Es ist euer Schweigen zu Israel. Es ist euer Schweigen zu eurem jüdischen Erbe. Und dann möchte ich was vorwegschicken, damit ihr so ein bisschen was von unserer Stadt weißt. So, durch die Verantwortung der Tübinger Universität und auch der Tübinger Bevölkerung sind mindestens 700.000 Juden getötet, umgebracht und ermordet worden. Tübingen war nämlich die ideologische Schmiede des Nationalsozialismus. In Tübingen gab es Institute und Rasseinstitute und dort wurden 300 der Haupt-SS Exekutoren ausgebildet. Das waren die Hauptorganisatoren der Exekution der SS in Russland, in der Ukraine und die hauptverantwortlich waren. Lettland und überall. Das waren Intellektuelle, Juristen, Ärzte. Und sie wurden in Tübingen ausgebildet. Und du konntest in Tübingen durch alle Fakultäten durchgehen, ob das Theologen waren, es waren Nazis, die den Holocaust befürwortet haben, es waren Mediziner, die Versuche im Konzentrationslager durchgeführt haben. Da war eine große Verantwortung und Tübingen war einfach sehr willig und sehr bereit, diesen Nationalsozialismus zu unterstützen und mit dabei zu sein. Das hing einfach mit der Geschichte zusammen. So, die Geschichte des Antisemitismus fängt ja nicht mit dem Nationalsozialismus an und auch nicht in Augsburg. Das wissen wir. Wenn wir zurückgehen, hat Augsburg eine lange, lange Geschichte von Pogromen und von Judenvertreibung, zerstörten Synagogen und Tübingen ähnlich. So, das war so die Grundlage unserer Stadt. Jetzt einmal wussten wir, warum wir nicht durchkamen. Warum wir so eine Wolke der Finsternis über uns hatten, warum wir beten und tun konnten und trotzdem wir immer wieder an Grenzen stießen. Und da war eben dieses Schweigen der Väter ist in euch. Was war das Schweigen der Väter? Das Schweigen der Väter und der Großväter, das waren die Geschichten, die sie eben nicht erzählten über den Nationalsozialismus. Das waren eben das, was sie beiseite drängten, vielleicht weil sie traumatisiert waren, aber vielleicht auch, weil sie beteiligt waren. Die Geschichte in Deutschland ist so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Väter, die Überlebten, zurückkamen. Und ja, entweder waren sie Täter gewesen oder traumatisiert oder aber sie verdrängten einfach all das, was sie gesehen hatten. Aber es war die Geschichte des Wiederaufbaus, denn jetzt wollte man leben, man wollte nicht mal darüber sprechen, jetzt wollte man nach vorne schauen. Niemand war daran interessiert, in irgendeiner Art und Weise die Geschichten eben am Namen zu nennen. Auch die Geschichten, wo man selbst schuldhaft verstrickt war, und da waren sehr viele. In Deutschland war es auch nicht so, dass man einsah, dass Deutschland schuldig geworden war, sondern man fühlte sich als Opfer. Und das ist auch die Geschichte unserer Familien. Da kam eben die Geschichte vor, wo man selber Opfer wurde, aber in den deutschen Wohnzimmern kam die Geschichte der 6 Millionen Juden, die in den KZs umgebracht wurden, kam nicht vor. Da wurde nicht drüber gesprochen. Und die Opfer der Fremdarbeiter und der Millionen Menschen, die in Polen umgebracht wurden, da gab es einen Genozid. Die umgebracht wurden, Millionen von Juden, die kamen nicht vor. Man fühlte sich selbst als Opfer. Das verführte und sagt, da war so diese kleine Gruppe und die haben uns verführt. Und immer wenn man selber Opfer ist, dann spricht man nicht über seine eigene Tätergeschichte.
Und so legte sich eine Decke des Schweigens, ein Nebel über die Generation. Und die Kinder und die Enkel, die merkten, da stimmt was nicht. Unsere Väter, unsere Großväter, die sprechen über diese Dinge nicht. So, das war das Schweigen. Und als diese Buße bei uns war in Tübingen und das Schweigen der Väter ist in euch, passiert etwas ganz Eigentümliches. Da war von diesem Zeitpunkt an, als ob so wie eine Decke über unsere Familie beiseite geschoben wurde. Auf einmal fingen die Väter, die Großväter an, ihre Geschichten zu erzählen. Völlig ungewöhnlich. Der eine hörte auf einmal, dass der Großvater, von dem gesagt wurde, dass er nur in der Schreibstube in Dachau gearbeitet hätte, das gar nicht so war. Er war nicht in der Schreibstube, er war Wächter gewesen im Konzentrationslager. Und auf einmal verstand die Enkelin, warum sie depressiv war, warum sie therapeutische Hilfe bräuchte, warum sie diese Dinge mit sich herumtrug. Auf einmal erzählte ein anderer, dass er in der Ukraine war. Es stellt sich heraus, einige Väter waren in Babi Yar dabei gewesen. Vielleicht sagt euch Babi Yar nicht viel. Dort hat Massenerschießungen. Innerhalb von 3 Tagen wurden 33.000 Juden erschossen. Und zwar Schuss für Schuss. Und auf einmal bekamen die Kinder und Enkel, unser Großvater war dabei. Und ihr könnt euch vorstellen, was passierte. Immer wenn so eine Wahrheit ans Licht kommt, dann war sie erschüttert, sie war betroffen und sie taten Buße. Und von diesem Zeitpunkt, wo wir so eine Begegnung mit Gott hatten, da fing eine Buße bei uns an. Familie um Familie fing an, ihre Geschichten aufzuarbeiten. Ich habe so einen Stapel hier und ich könnte euch bis heute Nacht um 12 die Geschichten erzählen von Menschen und Gemeindegliedern, die ihre Geschichte aufgearbeitet haben. Ein anderer erzählte, wie sein Vater verurteilter Kriegsverbrecher war. Ein anderer erzählte ja, aber mein Vater, der war doch da und da in der Ukraine, der war doch nur LKW-Fahrer und es kam raus, dass er Juden transportiert hatte. Ein vierter erzählte, wie er doch nur bei der Bahn war und dann die Tochter recherchierte ein wenig und bekam heraus und hörte eben, ja, da wurden Juden deportiert. Jemand hat ja die Juden deportiert, oder? Und so Geschichte für Geschichte, bis in der heutigen Zeit. Wir haben fast Woche für Woche, bis heute, es geht ja 10 Jahre lang, dass Familiengeschichten sichtbar werden. Und das Ergebnis ist Buße und Durchbruch zur Gnade Jesu. Weil, ihr Lieben, Buße ist ja der Anfang, dass ich am Kreuz ankomme. Wenn ich in anderen Ländern bin und über die Decke des Schweigens spreche, dann spreche ich immer wieder darüber, dass es darum geht, dass wir zu dem Land gehören. Ich sage, ich komme aus dem Land der unverdienten Gnade. Ja? Was für eine Gnade, darüber Vergebung erleben zu dürfen. Und deswegen zeige ich so gerne dieses Video, weil dieses Video, da ist, so die letzten Sequenzen, ist Freude. Und diese Freude ist nicht gemacht. Denn ich erlebe, dass trotz der Familiengeschichte, ich Vergebung und Gnade erlebe. Hat das 2 Auswirkungen. Ich kann über die Wahrheit sprechen, ohne zu relativieren. Ich kann sagen, mein Großvater war ein Massenmörder. Ich kann sagen, mein Großvater war im KZ tätig. Ich kann sagen, er war bei der Wehrmacht beteiligt an Erschießungen. Ich kann sagen, er hat zugesehen bei dem Marsch des Lebens. Ich kann das aussprechen, weil ich bin angekommen bei der Gnade. Ich muss nicht mal relativieren. Und das Zweite ist, ich kann damit dienen, weil Menschen werden dadurch geheilt. Ihr wisst, wie viele Millionen Menschen da in der Ukraine, in Polen, in Russland, wie viele Holocaust-Überlebende darauf warten, dass Deutsche die Wahrheit aussprechen. Sagen, das war mein Vater, das war mein Großvater. Übrigens, diese Bewegung findest du überall in den Pressen und in den Medien. Diese Bewegung, wenn du mal Zeitungen aufschlägst, ich werde euch gleich noch einige Artikel zeigen, ich improvisiere jetzt ein bisschen, und ich erzähle einfach so frisch von meiner Leber weg. Wenn du Zeitungen aufschlägst, immer wieder begegnet es dir. Erinnert ihr euch an den Bericht von Sigmar Gabriel? Ja? Oppositionsführer der SPD. So, Sigmar Gabriel hat entdeckt, dass der Vater national
Sozialist war Nazi und er spricht zum ersten Mal darüber. Und so findest du Berichte um Berichte in Zeitungen. Ich werde euch die später noch zeigen. So, die Decke des Schweigens zerbrach über uns. Und das war die eine Richtung. Und das andere war, dass wir merken, wir müssen was machen. Weil wir können damit nicht jetzt in unserer Gemeinde Gebäude bleiben. Mach dich auf, werde Licht, heißt, dass es sichtbar werden muss in der Öffentlichkeit. So gibt es bei uns in Tübingen einen Ort, das ist die Judengasse, das ganze Viertel wurde zerstört. Und wir gingen dorthin und wir dachten, es ist eine gute Idee, dass wir zu Chanukka einfach dort eine kleine Feier haben und zu Chanukka jüdisches Leben neu in unsere Stadt einladen. Und so gingen wir dahin und war sehr einfaches Treffen. Wir tanzten ein bisschen, zwei, drei jüdische Tänze. Da waren einige von der Bevölkerung, Tübinger Bevölkerung waren da. Vielleicht waren wir so 150 Leute, 200 Leute. Ich stellte mich auf die Mauer und ich sagte, und wir heißen als Gemeinde Jesu, als Leib Jesu, heißen wir jüdisches Leben offiziell in unserer Stadt willkommen. Jetzt passierte was. Ihr Lieben, es war etwas ganz Harmloses. Aber als wir das sagten, da passierte etwas im Himmel. Alles, was in unserer Stadt der Ding passierte, führe ich auf diesen Zeitpunkt zurück. Wir hatten vorher 8 Jahre lang hatten wir Probleme, Genehmigungen zu bekommen. Wir hatten keinen Zutritt zu unseren offiziellen Stellen, nicht zum Bürgermeister. Ich habe erzählt, wo wir überall Probleme hatten. Es war wirklich sehr schwierig. Als wir da dieses Punkt hatten, in der Öffentlichkeit, uns zu jüdischen Leben stellten und es einluden, auf einmal öffneten sich überall die Türen. Türen zum Bürgermeister, Genehmigung für unsere Gemeinde, für ein großes Zelt, vielleicht hattet ihr davon gehört, das wir dann aufgebaut haben, über die Schienen, über die Juden deportiert wurden, ein 1000-Mann-Zelt. Und alle, die sich mit Genehmigungsfragen so ein bisschen auskennen, die wissen, wie laut Anbetung ist in so einem Zelt. Ganz Tübingen wurde beschallt und wir hatten 8 Jahre lang Genehmigung, das zu tun. Die Türen öffneten sich. Bis dahin, dass wir neue Wahlen haben und ein junger Bürgermeister gewählt wurde, den ich nie gewählt hätte, weil er zu einer Partei gehört. Und ich dachte, das kann man eigentlich nicht so wählen. Und so ganz persönlich. Aber was wir nicht wussten, war, dass er ein jüdisches Erbe hat. Und der Boris Palmer, das ist immer noch unser Bürgermeister, und sein Vater, der wurde auf Tübinger Marktplatz wurde als Jude beleidigt. Ja? Und so entstand ein sehr guter Kontakt und Türen öffneten sich. Bis dahin, dass wir Zentrum bauen könnten, Menschen fingen an, sich zu bekehren, wir fingen an, die Straße zu gehen. Das machen wir jetzt seit, ich weiß nicht, Claudia, 6 Jahren, 8 Jahren. Jede Woche auf die Straße, wir nehmen einfach eine Leiter, wir klettern auf die Leiter und die Leute, die vorher an uns vorbeiliefen und uns nicht beachtet haben, auf einmal, ich habe ja gesagt, das ist Gott, das ist Blindheit. Es war wie eine Blindheit, die weg war. Teilweise kamen sie und brachten uns Geld und sagten, bitte hört nicht auf, aus der Bibel zu lesen. Und unsere Leute, Oma, Opa, Kinder, Teenager, die standen oben und sie erzählten einfach, wie sie Jesus gefunden haben. Und 30, 40, 50 Leute standen ringsrum. Herr Professor kam und sagt, könnt ihr für mich für Heilung beten? Und wir merkten, die ganze Atmosphäre in der Stadt veränderte sich. Unser Chefredakteur unserer Zeitung, der kommunistisch und viele andere Bereiche hatte, wo ich sagte, oh weia, der hat uns schon ziemlich zugesetzt. Wurde abgesetzt und bekam einen neuen Chefredakteur unserer Zeitung, wiedergeborener Christ. In unserer Universität wurde aufgebaut, aufgearbeitet, es entstand so ein dickes Buch über 1000 Seiten und Ross und Reiter wurde genannt. In den Zeitungen hattest du immer weiter liest du über Aufarbeitung, Aufarbeitungsgeschichte. In der Stadt wurden Geschichtsvereine gegründet, die nichts anderes machten, um die Geschichte einfach hochzuholen. Und Jugendliche aus unserer Gemeinde sind ein Teil von den Geschichtsvereinen und von der ganzen Aufarbeitung und arbeitet Hand in Hand. Merkt ihr, es hat einen Teil der Veränderung hat mit uns zu tun, wenn wir eine Decke des Schweigens zerbrechen. Decke des Schweigens zu zerbrechen fängt an, wenn wir das Zeugnis von Tübingen, wenn wir unser Familienschweigen brechen. Und ich möchte euch noch 2 Bilder zeigen. Das ist also der Marktplatz unserer Stadt. Da hinten ist das Tübinger Rathaus.
Und dort sehen wir eben die Nazi-Aufmärsche. Und dann fingen wir an, Chanukka immer wieder zu feiern und dort einen menschlichen Davidstern zu bilden. Das ist inzwischen eine Postkarte, die wir weitergeben, wie ein neues Siegel in unserer Stadt. Wir haben Veränderung. Und wenn dieses Wort nicht so oft missbraucht worden wäre, würde ich Transformation erleben. Wir haben bei diesem Zeitpunkt Veränderung erlebt. Es gibt aber einen zweiten Punkt, und das hat was mit unseren Märschen des Lebens zu tun. Marsch des Lebens, das ist doch ein sehr hübsches Bild, oder? Ihr seht da diese hübsche Straße. Und so sehen meistens die Wege und die Straßen aus, in dem die Häftlinge, die im KZ gelitten haben, das